Was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir öffnen heute den Rest von unseren VC, den Rest von unseren MT, um zu gucken, ob wir eine Goldkarte ziehen können. Die Goldkarten sind der letzte Content, den wir in NBA 2K24 MyTeam noch bekommen. Keine neuen Karten, alles alt, alles recycelt. Einfach jetzt alles raushauen, weil es kommt nichts Neues mehr und man kriegt nichts mehr. Mal gucken, ob wir eine Goldkarte ziehen können. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das bei euch geklappt hat. Und jetzt starten wir direkt rein. Gold-Karten, die ich schon habe, sind der Kareem vom Season Pass und der KD vom Season Pass in Season 9. Deswegen, den KD wollen wir nicht ziehen. Alles andere ist fein. Alles andere ist fein und wir gehen auf die Jagd. Wir beginnen mit den 10er-Boxen für 200.000 MT. Wir haben über 2 Millionen. Das bedeutet, wir bekommen auf jeden Fall 10 10er-Boxen raus. Und dann gucken wir mal, was wir durch Quicksell etc. noch zurückbekommen können. Ich würde mich freuen über einen Yao Ming, über einen Wemby etc. pp. Und jetzt gehen wir in die erste Box rein. Ich bin sehr gespannt, was wir hier bekommen. Ich finde, der Gold Glow Impact, der ist richtig nice mit dem Gold. Wir haben im ersten Pack leider nichts. Aber ja, habt ihr über das Jahr irgendeine Gold-Karte gezogen? Hattet ihr nochmal geile Pulls? Habt ihr überhaupt in den letzten Monaten nochmal gespielt? Weil ich bin jetzt seit circa 2 Monaten so ziemlich raus aus dem Game. Jetzt war 1 Monat lang Ferien und wir haben den ersten Shake, aber der ist ein bisschen zu schnell. Ja, 1 Monat war ich jetzt auf jeden Fall raus in den Ferien. Davor war ich schon wegen Arbeitsstress raus. Deswegen, also gut 2 Monate habe ich gar nichts mehr gemacht. Und es ist ein... Ist das ein Galaxy Opal oder ist das ein Diamond? Ich kann das nie auseinanderhalten. Ja, es ist ein Diamond. Es ist Galaxy Diamond Anthony Davis. Den kann man auf jeden Fall in Exchange packen. Ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, dass 2K nicht mehr Exchanges reingepackt hat. Sie haben gar keine Exchanges reingepackt. Also alle, die wie ich Karten gespart haben über die letzten Wochen und Monate, um sie dann in Exchange zu hauen für coole Packs. Ja, wir haben reingeschissen. Wir können schön Packs öffnen, Quick Sellen. Und bekommen gar nichts dafür. Ja, wir sind schon bei Pack Nummer 7 und haben irgendwie gar nichts gezogen, außer einen Diamond Anthony Davis. Kompletter Wax hier. Oh weia, ey. Also für 200.000 MT, die wir hier ausgeben, ist das wirklich ein ganz, ganz armes Stückchen. Victor Wembanyama, Ruby. Uff. Und wieder eine Ruby-Karte. Das tut weh, Leute. Das tut richtig weh. Und das ist alles unsellable? Oder zeigt er das nur an, weil ich die schon unsellable in der Collection habe, ey? Die sind alle unsellable, oder was? Krass. Krass, krass, krass. Die sind alle unsellable. Tja, Satz mit X, das war wohl nichts. Wir müssen in das nächste Pack reingehen. Ja, und wir machen das. Wir haben eh nichts mehr zu gewinnen. Wir haben aber auch genauso nichts zu verlieren. Deswegen gehen wir rein. Zweite Box, zweite 10er Box. Wir sind nach dieser Box bei 1,6 Millionen MT. Und ich bin schon sehr gespannt, was MyTeam... Und das ist ein langsamer Shake, was MyTeam nächstes Jahr, beziehungsweise in 3 Wochen für uns bereithält. Langsamer Shake, das ist mindestens ein Dark Matter. Es könnte auch ein Invincible, 100 overall oder eben eine Gold-Karte sein. Ich will gar nicht gucken, was ist es? Es ist eine Gold-Karte und jetzt bitte nicht KD, come on, gib mir was. Bitte, bitte, bitte. Es ist T-Mac. Den kann man auf Point Guard spielen. Das ist richtig nice. Der gefällt mir gut. T-Mac immer eine Gold-Karte. Gold-Karte nicht nur jetzt in dem Sinne, sondern auch My Team Gold. Die Community liebt T-Mac. Eine schöne Karte. Mir gefallen die Gold-Karten sehr schön. Ich finde auch das Symbol da oben cool. Aber dass die so unattainable waren, also so schwer zu bekommen waren, das ist schon frech von 2K gewesen. Das war das zweite Pack. Das heißt, wir haben hier noch so ein bisschen Spielraum für mehr Gewinn. Das wäre gut, ey. Stellt euch vor, wir ziehen 2 Gold-Karten in einer Box, in einer 10er-Box. Ich bin generell gerade so in Ripping-Laune. Ich habe mich über die letzten Wochen wieder so ein bisschen in das echte Karten-Hobby reingefuchst. Ihr habt es bestimmt gemerkt auf dem Kanal. Es kamen ein paar Videos zu Trading-Cards, NBA-Trading-Cards. Aber die Boxen da zu ziehen, das ist genauso eine Geldverschwendung wie hier bei MyTeam. Deswegen habe ich davon erstmal die Finger gelassen und mir Einzelkarten gekauft. Am 31. August bin ich auch auf der German Card Show. Wenn ihr da auch am Start seid, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare und sagt Hallo, wenn ihr mich seht. Da kann man vielleicht mal einen Kaffee, ein Bier oder was auch immer trinken und sich gemeinsam ein paar Karten angucken. Franz Wagner, Goat. Let's go, warum hat der eigentlich keine Goat-Karte?
Und das letzte Pack von dieser Box ist ein Smaragd Alex Caruso. Ey, ich würde diese Box jetzt erstmal als Erfolg abstempeln. Und weil wir von T-Mac natürlich erstmal geflasht sind, aber noch mehr MTs haben und noch mehr wollen, gehen wir in die nächste 10er Box rein. Wieder 200.000 MT. Ah, das alles, was man sich über das Jahr so aufgebaut und zusammengekauft hat, das schmilzt so langsam dahin. Aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, ist jetzt eh vorbei. Mitchell Robinson, den hat man dieses Jahr nicht gesehen. Der wird jetzt auf jeden Fall wieder mehr Einsatzzeiten bekommen, wenn Isaiah Hartenstein bei den OKC Thunder sind. Das wird auch ein brutales Team sein, ey. OKC Thunder für mich ein Titelfavorit. Wenn Chet den nächsten Schritt macht, wenn Shea auf dem Niveau bleibt, Isaiah Hartenstein dabei, die Jalens, Junge. Das wird auch richtig sick. Hälfte von der Box rum. Wir haben nichts Gutes gezogen. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit. 5 Packs und wieder eine Saphir-Karte. Das war bei der Coach. Okay, Devonte Graham. Ich glaube, Devonte Graham ist out of the league, oder? Kann das sein? Wieder Saphir. Ah, Jaren Jackson Jr. Davon habe ich eine Autogrammkarte bei meiner Panini-Sammlung. Das ist eigentlich ganz nice. Uff. Julius Randle. Der kommt ja auch noch zu den Knicks zurück. Überlegt euch mal die New York Knicks, wie sie jetzt sind. Und dann kommt noch Julius Randle dazu. Die können eigentlich auch nochmal was. Entweder nehmen sie ihn dazu und feiern sich einfach. Oder sie traden auch nochmal für bessere Pieces. Das ist Wahnsinn. Ja, wir haben jetzt hier aus dieser Box gar nichts gezogen. Das waren wirklich 200.000, die wir in den Wind geblasen haben. Aber deswegen öffnen wir die nächste Box. Und gucken mal, was wir bekommen. Das ist Gold, aber kein Shake. Das ist schwach. So, wir sind schon wieder halb durch und haben aus dieser Box nichts gezogen. Wendell Moore Jr. noch nie gehört, eine Goldkarte. Wir wollen Gold und nicht Gold. Come on. Und das ist ein langsamer Shake. Man muss sich nur beschweren, dann bekommt man, was man möchte. Complain and you gain. Wir turnen around und bekommen die nächste Goldkarte. Also, die haben hier die Goldkarten bestimmt ein bisschen geboostet, weil es Ende des Jahres ist. Wenn du jetzt einen Invincible oder einen 100er ziehen würdest, dann wärst du auch unzufrieden. Wir drehen rum und gucken, wen wir bekommen. Es ist Point Guard. Luka Doncic. Okay, wir sind jetzt auf Point Guard sehr gut aufgestellt. Tracy McGrady könnte man Shooting Guard spielen lassen. Luka Doncic eigentlich auch. Da bin ich gespannt, wie der Release sich verändert hat. Das ist eine Karte, die mich eigentlich immer sehr interessiert, aber wo ich dann zurückschrecke, weil die Wurfanimation von Luka Doncic wirklich kacke ist. Und die nächste Goldkarte, Back-to-Back-Goldkarten. Was ist denn hier los? Ey, ich dachte schon, das wäre wieder eine normale Goldkarte. Power Forward. Larry Bird. Okay, den kann man auf Small Forward spielen lassen. Oh, ich freue mich. Ich freue mich, mit den Karten in Online-Modi reinzugehen und Leute zu ärgern, wenn ich überhaupt noch gut genug bin. Larry Bird, auch eine Karte wegen dem Release. Viel zu schwach, schwächer als sie eigentlich sein dürfte. Und jetzt mit der Gold-Karte haben wir die Gelegenheit, nochmal ein paar Wochen, 3 Wochen um genau zu sein, ein bisschen Spaß mit der Karte zu haben. So, letztes Pack für diese Box. Wir gucken, was wir bekommen. Und haben keine Gold-Karte am Start. Okay, ich will mich nicht beschweren. Das ist eine sehr, sehr gute Ausbeute. Wir haben Gold Luka Doncic. Wir haben Gold Tracy McGrady. Wir haben Gold Larry Bird. Wow, ich weiß gar nicht, wen ich rausnehmen soll. Das ist krass. Das ist krass. Ich weiß gar nicht, wen ich rausnehmen soll. Nehmen wir mal Mutombo. Ah, okay, wir müssen jetzt hier erstmal wechseln. Ja, hauen wir mal erstmal alles rein, was wir haben. Wow. Das sieht schon richtig stark aus. Ich finde Glenn Rice wegen seiner Animation immer noch besser als die wir hier haben. Aber man muss sich das mal genauer angucken. Da bin ich wirklich gespannt. Wow. Man könnte jetzt theoretisch schon eine Starting 5 aus nur Goldkarten machen. Nice. Da freue ich mich drauf. Ey, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert, wenn ihr neu seid. Ich habe noch 1,2 Millionen MT offen. Das heißt, wir haben da noch 6 10er Boxen übrig, die wir benutzen können. Lasst mich wissen, ob wir die auch nochmal aufmachen sollen im Video oder ob ich das privat machen soll. Bis zum nächsten Mal. Ciao.